Dahab, der Nahe Osten. Ägypten, die Sinai-Halbinsel, eine Stunde Autofahrt von Sharm el-Sheikh. Am Fuße des Gebirges liegt an der Küste des Agab-Meerbusens Dahab. So wird das im Reiseführer beschrieben. Alles stimmt, aber nicht ganz. Das ist Ägypten. Aber ein ganz anderes Ägypten. Ein komplett neues Land für Touristen, die sich bereits an Hurghada und Sharm el-Sheikh gewöhnt haben. Hier herrscht eine ganz andere Atmosphäre einer kleinen Stadt. Übrigens ist Dahab die alte Stadt Masbat, ein ehemaliges Beduinendorf, das sich entlang dem Kai mit einer Brücke und ein paar Kaufstraßen erstreckt. Den ganzen Zentralteil kann man im Laufe von 30 Minuten durchqueren. Und in 2 Stunden können Sie die ganze Stadt besichtigen. Noch vor 20 Jahren haben hier nur Beduinen gewohnt. Dann kamen Hippies. Damals konnte man in Ägypten bei Beduinen Gras für 1 Dollar pro Glas und bei Fischern Hammer kaufen, der damals auch nicht viel teurer war. Außer einigen Campinganlagen gab es in der Nähe keine anderen Bauten. Später wurde das Dorf veredelt. Der Küste entlang wurden winzige Hotels mit Fischerrestaurants und Taucherzentren errichtet. Der Kai wurde gepflastert, die Stadt elektrifiziert. Alles wurde sehr erfolgreich getan. Die Atmosphäre von Dahab ist erhalten geblieben. Das Leben hier ist gleichmäßig und langsam. Das Meer ist absolut rein. Tauchen kann man direkt vom Kai. Dem Kai entlang befindet sich ein unberührtes Korallenriff.